sind pausenlos für die Allgemeinheit im Einsatz, sind vor Ort, wenn es brennt. Die Feuerwehren dieser Stadt. Nicht zuletzt die Freiwillige Feuerwehr in Hermsdorf feierte vor kurzem ihren Tag der offenen Tür. Da ist es Danke sagen, auch für Frank Steffel, der hier aber keinen Wahlkampf machen will. Nein, er kommt regelmäßig vorbei, um sich zu informieren, zu unterstützen und, wenn nötig, auch zu helfen. Denn gerade auch die Arbeit bei der Jugendfeuerwehr liegt ihm am Herzen. Na, ich freue mich darüber, dass wir die Freiwillige Feuerwehr an sehr vielen Wachen hier bei uns in Reinickendorf haben. Das ist nicht überall in Berlin so. Und manchmal wissen die Menschen gar nicht, wenn ein Einsatz ist, dass es die Freiwillige Feuerwehr war, die ihnen geholfen hat. Deswegen motiviere ich die immer, Fördervereine zu gründen und möglichst Tag der offenen Tür zu veranstalten, wie heute hier in Hermsdorf, um möglichst vielen Menschen, auch vielen Mitbürgern aus der Region zu zeigen, hey, wir, die Freiwillige Feuerwehr, sind ein Teil hier von diesem Ortsteil. Und gerade wenn ich die Jugendfeuerwehren immer sehe, die freiwilligen Kinder in der Jugendfeuerwehr, sage ich, das sind Jugendliche, das sind Jungs und Mädchen, die nehmen später keine Drogen, die lernen Pünktlichkeit, die lernen Kameradschaft, die lernen Gemeinsamkeit. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade in der Großstadt Berlin heute wichtiger ist denn je. Dasein für die Allgemeinheit, helfen, wo Hilfe nötig ist, Ehrenamt und soziales Engagement unterstützen. Nur drei der Themen, die sich Frank Steffel auf die Fahnen geschrieben hat. Am 24. September will er daher wieder in den Deutschen Bundestag.